Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben in Berlin die Erfahrung gemacht, dass bei der Vergabe von Netzkonzessionen für Gas und Strom für die Energienetze eine erhebliche Rechtsunsicherheit besteht. Das Recht der Konzessionsvergabe ist sehr allgemein gefasst und wird gegenwärtig interpretiert von Seiten des Bundeskartellamtes, von der Bundesnetzagentur und durch eine Vielzahl von Rechtsprechungen, sowohl höchstrichterlicher Rechtsprechung als auch nicht höchstrichterlicher Rechtsprechung. Das hat dazu geführt, dass eine Vielzahl von Netzkonzessionsvergabeverfahren per Gericht aufgehoben wurden, rückabgewickelt wurden, es musste neu ausgeschrieben werden, etc. Wir haben auch in Berlin das Problem, das wir gegenwärtig sehen. Die Gasnetzkonzessionsvergabe wird beklagt. Die Stromnetzkonzessionsvergabe ist ausgesetzt worden, um weitere rechtliche Fragen zu klären. Mit dem Antrag, den wir hier vorlegen, fordern wir den Senat auf, über den Bundesrat und auch über andere Bundes- und Bund-Länder-Gremien die Initiative zu ergreifen, dass im Energiewirtschaftsgesetz auch die Inhouse-Vergabe an Kommunen oder durch Kommunen geregelt wird. Inhouse-Vergabe, Sie kennen das, bedeutet, dass die Kommune im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts entscheidet, ob sie die Aufgabe der Daseinsvorsorge selbst mit einem eigenen Unternehmen erbringen will oder ob sie das an Dritte vergeben will. Gegenwärtig ist die Rechtslage in Deutschland so, dass durch diese Interpretation des Energiewirtschaftsgesetzes die Entscheidung, ob die Kommune diese Aufgabe selbst übernehmen will und durch ein eigenes Unternehmen erbringen will, eingeschränkt ist. So zum Beispiel hat das letzte Urteil des Bundesgerichtshofs vom Dezember des letzten Jahres gesagt, ja, das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen existiert auch bei der Konzessionsvergabe, aber nur im Rahmen eines wettbewerblichen Verfahrens. Das ist natürlich eine extreme Einschränkung des Selbstverwaltungsrechts der Kommunen. Deshalb protestiert auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund dagegen und verlangt eine entsprechende Gesetzesänderung. Und nach meiner Kenntnis gibt es auch in der Landesregierung Nordrhein-Westfalen entsprechende Überlegungen, hier eine Initiative zu ergreifen. Die gegenwärtige Interpretation, die von den Gerichten, vom Bundeskartellamt, von der Bundesnetzagentur vorgetragen wird, geht weit über das, was von Europarecht verlangt wird, weil auch die jüngste europäische Konzessionsrichtlinie ermöglicht die Inhouse-Vergabe im Rahmen des Selbstverwaltungsrechts der Kommunen. Und deshalb sind wir der Meinung, muss hier eine Klarstellung erfolgen, die auch Rekommunalisierung vereinfacht und damit auch das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen wieder in vollem Umfang herstellt. Weil ich glaube, durch die gegenwärtige Rechtsprechung, die wir haben, die von den Wettbewerbssenaten der Gerichte und nicht von den Verwaltungsgerichten verfolgt wird, wird dieses Selbstverwaltungsrecht der Kommunen auf eine Art und Weise eingeschränkt, die nicht akzeptabel ist. Und deshalb, meine Damen und Herren, sind wir der Auffassung, dass das Land Berlin auch aufgrund der gemachten Erfahrungen bei den Konzessionsvergaben hier an dieser Stelle aktiv werden muss und aktiv werden sollte und sich auf der Bundesebene für eine entsprechende Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes einsetzt. In der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung ist auch vorgesehen, dass es eine Novellierung stattfindet. Nur ist der Inhalt dieser Novellierung noch nicht definiert. Und insofern wäre es gut, wenn das Land Berlin hier initiativ wird und angesichts der Erfahrung und der Aktivitäten, die wir im Bereich der Rekommunalisierung unternehmen, hier auch sich einsetzt für bundesgesetzliche Regelungen, die Rekommunalisierung für Kommunen erleichtern. Es ist völlig klar, natürlich müssen die Kommunen auch im Rahmen dieser Rekommunalisierung die Anforderungen des § 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, Versorgungssicherheit, Umwelt, soziale Standards etc. einhalten. Aber sie müssen selbst darüber entscheiden können im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts,
ob Sie diese Aufgabe selbst erbringen wollen oder ob Sie sie an Dritte vergeben. Deshalb bitte ich Sie um die Unterstützung für diesen Antrag.